Also das Mittel wirkt nicht nur auf Maikäfer, sondern auf alle Insekten, die behandelte Blätter fressen. Und deshalb müssen zwei Bedingungen gewährleistet sein. Die eine ist, dass keine seltenen, geschützten Insekten betroffen werden können. Das wird dadurch erreicht, dass man Naturschutzgebiete und andere Gebiete, wo diese Arten vorkommen, nicht behandelt. Und die zweite Bedingung ist, dass nicht Wirbeltiere, Vögel oder Eidechsen, die jetzt Maikäfer oder andere Insekten, die das Mittel abbekommen haben, fressen, ihrerseits vergiftet werden. Und deswegen nimmt man dieses Mittel hier, was eben nicht giftig auf Wirbeltiere ist. Und diese beiden Bedingungen sind Voraussetzung dafür, dass die Naturschutzbehörde den Einsatz in der Form genehmigen kann, wie er jetzt erfolgt.